Der Google-Algorithmus spielt verrückt. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von Drehremorgen und Sie schauen website-marketing.ca. Wenn ich bei Google suche, dann möchte ich für mein Keyword die richtigen Seiten haben, und zwar eine Auswahl, eine schöne Auswahl an verschiedenen Seiten und sicherlich nicht die gleiche Seite. Beim letzten Mal hatten wir gesehen, dass sogar 404 Error Pages erscheinen an Position 4 in dem Fall, und das passt natürlich überhaupt nicht, weil das bringt mir ja nichts, und dann suche ich eben nicht mehr bei Google, sondern suche mir eine andere Suchmaschine, die mir bessere Suchresultate liefert. Nun, heute geht es darum, dass zu viel dieselbe Seite erscheint unter den ersten 10, und das ist natürlich auch überhaupt kein Mehrwert. Wir machen ein paar Suchversuche. Suche nach Rennrad. Hier mal das erste Problem. Ich habe bis hier, man sieht das natürlich wie immer sehr schlecht, habe ich keine Suchresultate, sondern das sind eben AdWords. Und dann hier unten geht es eigentlich erst los, und wenn ich hier runter scrolle, sehe ich hier Wiki-Eintrag, okay, dann habe ich hier DE. Ich bin hier also in der Schweiz, suche nach Rennrad und kriege nur deutsche Seiten. Das ist ja auch nett, aber ich möchte vielleicht was in der Gegend haben. Ich kann hier umstellen, das weiß aber kaum jemand, seit das neue Menü da drin ist. Sowieso schwierig zu finden. Wenn ich jetzt Pages aus der Schweiz gehe, dann habe ich hier bis hierhin wieder Werbung, und dann kommen dann im Renshow.ca, Quota.ca, dann kommen Seiten, die eben aus der Schweiz sind. Das ist mal der erste Fehler, das ist aber ein anderes Problem. Jetzt suche ich mal nach Asus. Gut, dann habe ich erstmal asus.com, die Schweizer Ausführung, dann habe ich News hier, das ist okay, das passt ja. Im Moment ist die CES, und dann hier kommt was, das mir nicht gefällt. Ich habe hier zum einen mal einen Wikipedia-Eintrag, das ist auch noch okay. Und dann habe ich hier aber einen, zwei, drei Facebook, vier sogar, vier Facebook-Seiten, die mir angezeigt werden. Das ist nicht das, was ich suche. Vielleicht eine Facebook-Seite mit der Original-Asus-Seite. Von mir aus würde ja noch passen, aber mehr müssten es sicherlich nicht sein. Also vier Seiten unter den ersten zehn mit Facebook als Zielseite. Dann suche ich noch Typo 3. Das ist ein Content-Management-System. Und auch hier habe ich als erstes mal eine Anzeige, und dann kommt mir hier zweimal typo3.org hier und hier. Das ist natürlich ein Blödsinn, das reicht ja, wenn das einmal kommt. Ich habe auch nicht nach Download gesucht, weiß also nicht, warum hier die Download-Seite kommt. Und wenn ich weiter runter scrolle, kriege ich hier gleich noch den englischen Wikipedia-Eintrag, bringt auch nichts zusammen mit dem deutschen. Einer würde auch hier reichen, ich weiß nicht, warum Google nicht erkennt, dass ich aus der Schweiz suche und eben Deutsch spreche. Und dann suche ich noch als letztes nach Samsung. Da habe ich hier zuerst wieder Konrad mit einer Werbung. Dann habe ich hier Samsung.com, die Schweizer Ausführung. Dann haben wir hier News, das passt. Und dann wieder hier dasselbe Problem wie vorher. Wikipedia Englisch. Nein, hier ist sogar zweimal Wikipedia Englisch. Einmal Samsung und einmal Samsung Electronics. Passt natürlich auch nicht, bringt mir recht wenig. Und dann habe ich hier zweimal wieder eine Facebook-Seite aufgeführt. Passt also überhaupt nicht, was hier im Algorithmus abgeht, was uns in den Suchresultaten angezeigt wird. Sehr oft dieselben Zielseiten. Ich habe also nicht mehr die Auswahl, die ich früher mal hatte. Das hat mit den Upgrades oder Updates von den Google und Panda Updates von Google zu tun. Da haben sie ein bisschen übertrieben mit der Optimierung. Ich glaube, die kriegen das nicht mehr so richtig gebacken. Dasselbe wie mit der Fehlerseite, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Würde mich natürlich interessieren, ob ihr auch sowas antrefft, ob ihr auch auf eine Art unzufrieden seid mit den Suchresultaten, die Google im Moment liefert. Wir beobachten das seit rund einem Jahr und es kommt immer wieder vor. Falls ja, habt ihr sowas gesehen, Kommentare wie immer gerne hier unten. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.